Was zur Hölle ist das überhaupt? Irgend so ein sieht nach einem Stachelschwein aus. Okay, das da kann man auch nicht irgendwie benutzen. Oder ist noch ein Stachel? Stachelschwein, das mit Stacheln schießt. Gut, okay. Wahrscheinlich muss man hier wieder den blockieren. Ach. Sollte man natürlich auch richtig machen. Okay, dann haben wir noch Zeit für den hier. Was zur Hölle ist da für Tiere? Meine Güte, die sind aber alle ein bisschen arg. Ich würde sagen melodramatisch. Okay, also nicht da lang. Sondern... Ja, wieder so einer von den Schiebeleveln, wo man halt genau schieben muss. Ach, verdammt. Ja, genau. Und sowas sollte nicht passieren. Okay, probieren wir es nochmal. Wie ist das uralte Spiel, das so ein bisschen darauf basiert, dass man einfach Blöcke schieben muss. Und zwar genauso, dass sie halt irgendwie nicht verkanten. Boulder oder sowas. Genau, dann hier. Okay, was gibt's hier? Haha. Kann da nichts mit anfangen. Ja. Ha. Doof das. Okay, also, was mir in dem Level schon mal nicht gefällt, ist, jedes gottverdammte Mal erstmal diesen Stein hier verschieben. Das ist schon etwas nervig und, okay. Knüppel. Ja, dachte ich mir. Okay, wen müssen wir diesmal mit dem Knüppel erschlagen? Schmann. Arg. Ja, genau, und sowas passiert dann halt. Verliert man natürlich wertvolle Sekunden. Und, so und so und so. So und so und so. Okay. Kann nichts mit anfangen. Das hier. Eine Schere. Ah ja. Okay, nee, die Schlange kann ich nicht zerschneiden. Wäre auch irgendwie komisch gewesen. Wobei, ich meine, komisch bei diesem Spiel. Ich meine, was war bei diesem Spiel noch nicht irgendwie komisch? Das sollte ja eigentlich inzwischen gewohnt sein, komisch. Okay, ich habe einen Knüppel. Ah nein! Nein, wollte ich auch gar nicht. Also ich habe einen Knüppel und eine Schere zur Verfügung. Im Endeffekt. Ein Knüppel und eine Schere. Ach verdammt. Das ist halt natürlich auch das Dürfen an den Leveln. Ich meine, halt einmal verschieben und... Einmal fair verschieben. Und schon war alles für nichts. Alle Mühe umsonst. Okay, nochmal. So. Knüppel. Mit dem können wir... Ups, das war knapp. Die Schlange zerschlagen. Okay, ist uns das irgendwie für das Viech hier was? Nein. Ich glaube, mit dem Viech da links unten werden wir wahrscheinlich auch nichts weiter mit zu tun haben. Weil wir sehen ja oben den Totem, um den es wahrscheinlich gehen, dass wir den halt irgendwie wieder außer Betrieb setzen quasi. Und wie, das wird halt der Clou an dem ganzen Level sein. Tippe ich mal drauf. Okay, Knüppel, Schere. Hm.
Ach, na. Ja. Ja, ich glaube, so diese unnötigen Todesarten sind wahrscheinlich auch nur dafür gedacht, dass wenn man eben genauso einen Fehler macht wie Felsen falsch ruckt, dass man sich halt gleich, ohne auf die Zeit zu warten, gleich selber umbringen kann, um noch einen neuen Versuch zu starten. Das ist jetzt mal mein heißer Tipp. Okay. Was? Was zur Hölle habe ich jetzt gerade gemacht? Ach so, das ist ein Rechen und man darf nicht von der falschen Seite drauf treten. Okay. Ich gebe zu, das ist wieder irgendwie lustig. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, ich meine, sieht man ja, man darf nicht von rechts drauf treten. Okay. Nee, da kommt schon eine Schere. Da kann man damit irgendwie das Gras zerschneiden. Nein. Nein. Huh. Aber ich meine, ich kann die Schlange doch nicht. Nee. Ach, pfft. Oder von unten? Oder von rechts? Oder triggert der halt erst nach dem. Hä? Okay, ich verstehe den Rechner jetzt im Moment nicht so ganz, aber egal. Und ich verstehe auch nicht genau, was wir mit. Ich habe ja so irgendwie eine Idee, dass man wahrscheinlich den Rechen irgendwie auch als benutzbaren Gegenstand nehmen muss. Ah, okay, so rum darf man es nicht. Naja, wie auch immer. Boff. Jahui! Gold. Ach nein. Vor allem, selbst wenn ich diese Schlange wieder da auf dieses Fallenfeld stoßen könnte, wie auch immer. Das heißt, dann müsste mir ja nichts nützen, weil ich würde ja eh wieder nur Giftfleisch kriegen. Deshalb ist die Schlange im Endeffekt für diesen Level wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, pure Dekoration, schätzungsweise. Ich hätte ja bei dem Viech allerdings gesagt, dass ich vielleicht irgendwie das Fell zerschneiden kann. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Also geniale Variante wäre natürlich, dass man es irgendwie hinkriegt, dass dieses Viech da links, dass man das irgendwie zu dem Totem schafft und die sich gegenseitig quasi lahmlegen. Das wäre natürlich. Ach. Ah, das wäre natürlich herrlich. Okay, das ist natürlich unnötig. Schere. Nee, auf dem Feld schlagen bringt auch nichts. Und ich meine. Ach so, das soll wahrscheinlich nur. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was das Plateau hier links unten, also Mitte unten sein soll. Aber es soll wahrscheinlich einfach nur andeuten, dass wir jetzt gerade auf dem Berg immer höher steigen. Und dass wir jetzt wieder auf dem Bergplateau angekommen sind. Ah, also doch. Nadeln. Schere, Nadeln. Schere, Nadeln. Ah, warte. Okay, jetzt sind wir der Lösung zumindest schon mal wieder ein Stück näher.
frage sich, wofür benutzen wir die Nadeln? Vielleicht auch, um die Schlange diesmal vielleicht nur abzustechen und nicht gleich Gefleisch draus werden zu lassen. Ach, wow, das war unnötig. Okay. Okay, langsam kriege ich tatsächlich die Hoffnung, diesen Level auch wieder ohne Lösung zu machen. Weil so viel mehr gibt es dann ja hoffentlich bei dem Level nicht. Auch wenn ich nicht weiß, wofür die... So. So, jetzt probieren wir die einfach mit allem möglichen mal. Nee. Nee, okay, war fast zu erwarten. Das heißt, diese Viecher da links lassen wir tatsächlich mal komplett in Ruhe. Und münzen die Nadeln mit der Schlange und dem Totem mal. Ach, bin ich gerade langsam. Oder fühlt sich nur so langsam an, keine Ahnung. Okay, also Nadel mit Schlange. Ach so, dann schlage ich sie nur mit dem Knüppel. Naja, gut, das war jetzt auch nichts in der Sache. Okay, schauen wir mal, was passiert, wenn ich hier den Totem benutze. Ne, immer noch dasselbe. Aber Nadel mit dem Fels macht auch keine Kombination. Was kann ich denn mit Nadeln machen? Ich meine, mit einer Palme macht das auch keinen Sinn. Ach, verdammt. Mit dem Rechen verstehe ich nicht, was da Nadeln damit zu tun haben sollten. Ach, verdammt! Muss man auch erstaunlich Finger... Naja, was heißt erstaunlich bei so einem kleinen Feld? Muss man auch recht fingerfertig sein hier, um die Figur gescheit wirklich so zu bewegen, wie sie bewegt werden will. Das macht natürlich auch so ein bisschen vom... Charme, würde ich sagen. Aus. So. Kann ich sie mit dem Gras? Nee. Nee. Kann ich. Ahaha. Okay, ja, gut. Wollte nur checken. Wofür könnte ich sonst diesen Fels noch benutzen? Diesen Stein. Also wir haben, ja, genau. Also ein Knüppel, eine Schere und letzten Endes Nadeln haben wir. Mal sehen, was passiert, wenn wir den hier irgendwie drauf schieben. Nicht viel. Schon lustig gemacht mit den Nadeln. So, ja, ich nehme dem Stachelschwein einfach die Nadeln ganz weg. So als Ganzes reiße ich einfach ab. Ich meine, klar, kein Problem. So häuten quasi. Mach mal. Ich habe irgendwie so eine... Ne, kann ich nicht. Irgendwie so eine Ahnung, dass der Stein am Ende hier dazwischen gehört. Allerdings... Ich sehe ja immer noch die Falle. Und da komme ich jetzt ja nicht einfach so drüber.
Ach so, wenn ich die jetzt vielleicht. Ha, vielleicht doch die Schlange schlagen muss, aber halt. Nee. Wenn halt auch so Fleißaufgaben nicht immer am Anfang wären. Wenn ich halt sofort Zugriff zu allem hätte, das wäre auch. Ach, kommt jetzt. Okay, komm, ich glaube, der Rechen ist wirklich nur da, um mich zu ärgern. Also, wirklich nur, um mich zu ärgern. Nicht als benutzbarer Gegenstand, sondern einfach nur, damit ich genervt bin, wenn ich drauf trete. Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann Hut ab. Funktioniert hervorragend. Funktioniert hervorragend. Okay, was passiert, wenn ich... Ach nein! Ah, funktioniert hervorragend! Ach man. Am Ende ist der Rechen doch genau das wichtigste Utensil für das ganze Level. Und ich ignoriere den jetzt komplett, weil der nur zum Trollen da ist, denke ich. Oh man. Ich glaube, das wird jetzt aber wirklich... Was wollte ich jetzt probieren? Ach so, genau. Ach so. Ja, gut. Okay, 40 Sekunden und ich habe zumindest schon mal alle Items, die ich kriegen kann. Darunter kann ich weiterhin nicht. Auf den Rechen trete ich nicht drauf. Den Stein kann ich zum Beispiel dazu benutzen, um die Falle abzudecken, aber mehr auch nicht. Vielleicht, wenn ich... Das kann ich probieren. Ja, nein, vielleicht. Puh. Ach nein. Halt einmal vertippt, verklickt. Und schon ist alles rüber. Ah. Was mache ich vor allem mit der Schere? Was zur Hölle? Was mache ich nur mit der Schere? Und dem Felsen, abgesehen davon. Ich habe so eine Ahnung, dass... Probieren wir mal hier sowas. Nee, okay. Auch nicht. Vor dem Felsen zu dem Viech da, aber... Das sozusagen, da verwandelt er mich zu Felsen, wenn ich den anschaue. Und wenn ich dem aber jetzt einen Felsen vorsetze, vielleicht wird das Viech dann wieder zum normalen Tier oder sowas, so in der Art. Probieren wir mal. Und vielleicht muss ich das dann tatsächlich sein Fell abschneiden. Achso, nee. Das da schmelze ich bei dem Ding. Okay. Aber das mit dem Felsen da hat jetzt auch nichts gebracht. Hm.
nichts. Auf dem Rechen hat mir der Stein auch nichts gebracht, darauf auch nicht. Ah. Aus und vorbei. Man fragt sich natürlich so ein bisschen. Ich meine, Zeitlimit für das Spiel macht natürlich Sinn, aber ich glaube, Hernando ist es ziemlich egal, ob er jetzt eine Minute fürs Gold braucht oder 5 Stunden, wie in meinem Fall. Oh gut, das ist natürlich eine Kleinigkeit. Ach komm. Ah. Vielleicht hat das alles andere aber auch nichts mehr mit. Nee, kann ich nicht benutzen. Ich meine, der Stein ist halt noch das einzige andere bewegliche Teil, was ich habe. Nein! So, warte mal. Nein. Doch. Nein. Nee, hat sich ja quasi gerade. Dass man den Stein irgendwie katapultieren muss durch das, den Rechen, aber das wäre ja jetzt genau das Szenario gerade gewesen. Und tut es ja offensichtlich nicht. Oder ich muss ihn halt nicht dahin legen, sondern. Okay. Nächster Versuch. Nicht auf das Feld, sondern auf das hier. Nee. Dann gehen mir mal wieder die Ideen aus. Wenn ich jetzt das Viech irgendwie verschieben könnte, aber wenn ich das benutze, geht halt vorne ran, das ist ja auch bescheuert. Oh. Wozu brauche ich Nadeln? Wozu brauche ich Nadeln? Das ist echt. Wozu zur Hölle könnte ich irgendwie Nadeln gebrauchen? Da weiß er nichts. Da weiß er nichts. Und auch mit Schere weiß er nichts. Ich meine, ich könnte natürlich auch mal die Schlange zum Beispiel in alle Richtungen schlagen, aber ich bezweifle irgendwie, dass das wirklich was helfen wird. Egal in welche Richtung. Also auch da wieder, ich meine, macht die Schlange tatsächlich Sinn? Ist die wirklich integraler Bestandteil des Rätsels oder ist sie auch wieder nur da, um mich zu nerven, um mich zu provozieren, als ich mit diesem Stock auf sie schlage? Ja, das habe ich schon mal probiert. Das heißt, ich habe es ja auch schon mal in jede Richtung geschlagen. Da habe ich schon nach rechts, glaube ich, auch.
Also nach rechts vielleicht nicht, aber. Oh Gott. So langsam setzt ein bisschen Müdigkeit ein, muss ich sagen. Und ich wünschte so ein bisschen, dieses Spiel hätte Quicksaves, auch wenn das natürlich das Spiel deutlich nochmal einfacher und deutlich einfacher machen würde. Klar. Also ich hatte den Stein schon links bei diesem komischen Meld, wollte ich schon sagen. Schmelzviech auf dem Rechen hatte ich den schon. An der Schlange hatte ich den schon, auf der Falle hatte ich den schon. Vor dem Totem hatte ich den schon. Ich habe es auch probiert, schon auf das tote Stachelschwein zu schieben. Also mehr fällt mir jetzt mal wieder nicht ein. Wobei der Felsen vielleicht auch schon ausgedient hat. Vielleicht war er wirklich nur als Barriere zuständig. Vielleicht wollte der auch einfach nur so eine Boulder-Einlage haben und dann halt, ja, mach mal. Schön nerviges Ding. Regt einen immer auf, wenn man sowas machen muss. Genau richtig so für den Anfang vom Level. Ach, na, komm. Okay, pass auf. Eine kleine Idee noch, die aber, wo ich aber nicht weiß, wieso die irgendwie helfen sollte. Nee, hat jetzt auch nichts gebracht. Die Schere kann ich auch mit nichts benutzen hier. Mit nichts. Ich meine, ich kann hier überall Enter drücken, so viel ich will. Passiert nichts. Passiert nichts. Ach. Okay, das ist. Komme ich wieder in 10 Jahren nicht drauf. Okay, weißt du, ach, das ist wieder so doof. Zwei Herzen schlagen wieder in meine Brust. So die, ich will das auch ohne Lösung schaffen und die, wie soll das gehen? Und vor allem immer wieder dasselbe und nochmal dasselbe und nochmal und nochmal und nochmal. Vielleicht darf ich das Stachelschwein noch gar nicht sofort töten für die Stacheln. Vielleicht ist es auch wieder so ein Timing-Ding. Ich muss das erst was anderes davor machen. Also. Ach. Also ich meine, offensichtlich muss man natürlich. Das mir fällt ist klar. Ich meine, der nützt mir hier rechts unten nichts. Und in der Mitte erlaubt er mir schon mal quasi den vollen Zugriff zur Karte. Das ist ja schon mal ein erwischenswerter Fortschritt. Und kein falscher, das ist klar. Was ich gerade überlege, mit dem Stock die Schlange quasi in die Schusslinie vom Stachelschwein schlagen, aber dann. Warte mal, das ist vielleicht tatsächlich eine Idee. Da muss ich halt den Stein ein, zwei nach links verschieben, damit er nicht den quasi die Flugbahn der Schlange blockiert. Und ich meine, eins ist ja noch Platz und ich glaube, es ist kein Zufall, dass man den noch eins weiter hier so schieben. Ja, das sagt er und das sagte. Okay.
Das muss ich probieren, ob es geht. Das muss ich noch probieren. Weil das, genau sowas traue ich dem Spiel zu, dass es so eine Reihenfolge hat, dass ich das halt noch machen muss, bevor. So, nämlich und jetzt nochmal einmal da, genau, und jetzt so und so und so. Dann hier vorbei. Von mir aus auch so, ist ja wurscht. So, und jetzt. Okay, gut, aber damit wäre das Rätsel geklärt. Ich meine, viele andere Möglichkeiten blieben mir auch nicht mehr übrig. Und das erklärt auch, wieso ich dann doch noch ein bisschen mehr Platz habe für den Felsen, um den zu navigieren. So. So und so. Und dann wird das die Schlange natürlich zum Seil, klar, was sonst. Okay, dann mal so und so. Nee, okay. Ach so, da brauche ich jetzt die. Ah, da brauche ich jetzt die Schere für. Okay. Futter, das brauche ich ja dann wohl für den da hier. Da habe ich Wolle. Dicke Wollsocken. Und die Wollsocken. Okay, das heißt, am Ende kriege ich Wollsocken. Aber wozu sind die. Ach, vielleicht doch für Stachelschwein. Vielleicht darf ich das Stachelschwein tatsächlich komplett gar nicht erledigen. Vielleicht ist das der Witz, dass es irgendwie offensichtlich eine Möglichkeit gibt, das Stachelschwein umzulegen, aber dass es genau nicht das ist, was ich machen soll. Und ich quasi um das Stachelschwein herumtanze. Schauen wir mal, was passiert. Genau. Schauen wir mal. Warte, mit was habe ich das vorhin kombiniert? Nee. Hä? Mit den Stacheln habe ich das zu. Ach so, die Stacheln brauche ich um. Ach so, die Stacheln brauche ich zum Stricken. Ah, okay, jetzt habe ich es kapiert. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich da mit den Handschuhen mache, aber. Okay, dann nehmen wir den gleich. Dann stört es nämlich auch nicht mehr beim. Genau, zum Stricken und jetzt habe ich die dicken Wollsocken. Ja, davon ist es. Wobei, vielleicht brauche ich das doch tatsächlich, um das Schwein zu tragen. Um das tote Stachelschwein zu tragen. Okay, auch hier tatsächlich dann wieder natürlich die Reihenfolge. Ach, scheiße. Ich meine, ich hasse solche Fleißarbeit. So kann man nicht einmal sagen, okay, ich weiß, wie es gemeint ist, lass mich in Ruhe. Ach, scheiße, nein. Okay. Konzentrier dich, Max. Konzentrier dich. Ich sehe schon, das wird eine Folge von Vorspulen und Rückspulen und Hin- und Herspulen. Thank you.
Okay, pass auf, wenn jetzt mit diesen. Nee. Okay, inzwischen ist wieder das letzte Puzzlestück quasi, so wie bei einem Raufkletter-Level. Irgendwie das letzte Puzzlestück fehlt noch. Ach nein, nein! Oh Mann, oh! Okay, ich gebe zu, es ist auch mit eines der fiesesten Spiele, die ich je gespielt habe. Definitiv auch, ja. Frustrierendsten. Aber wie soll ich sagen, wie gesagt, Musik und Humor und Ideen machen das alles einigermaßen erträglich. Und es ist trotzdem ein geniales Spiel. Okay. Okay, da werde ich schon etwas schneller wieder. Ach nein! 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 Ich meine, ich hatte ja vorhin schon die Wollhandschuhe da, oder? Und ich. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass es nicht tatsächlich für den das Totem gedacht war. So ungefähr, dass man es irgendwie umschmeißt oder so zum Beispiel, weil hier an der Falle kommt man wahrscheinlich ja nicht vorbei. Schätzungsweise. Machen wir mal wieder die Variante hier. Ah! Ach so, tatsächlich. Okay, ich habe jetzt den. Oder war das Socken jetzt und statt Handschuhe? Okay, gut, ja. Dann, was zur Hölle passiert hier?